Handwerk ist Handarbeit. Und jetzt die Digitalisierung. Digitalisierung im Handwerk, was soll das? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen bei dieser Diskussionsrunde der Mainpost im Rahmen der Würzburger Webweg. Ich begrüße an meiner Seite den Herrn Michael Bissert aus Iphofen. Er ist Unternehmer im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, einen kleinen Betrieb dort. Und ich begrüße Frank Ackermann aus Wiesenbronn. Er hat eine Schreinerei, hauptsächlich Innenausbau, mit etwa 110 Beschäftigten, Herr Bissert 3 bis 4. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was genau Digitalisierung im Handwerk eigentlich bedeutet und vor allen Dingen, was es den Kunden, der Kundschaft bringt, was es mit den Preisen auf sich hat und welche Wege man im Handwerk mit Digitalisierung gehen kann. Ist es der Roboter, der irgendwann hinter der Theke steht, der uns die Haare schneidet? All das werden wir beleuchten in der nächsten Stunde. Gerne können Sie draußen natürlich Ihre Fragen stellen. Wir haben im YouTube-Kanal einen Chat. Gerne her mit den Fragen und den Anregungen. Ich werde Sie im Laufe der Sendung immer da einstreuen, damit auch Herr Bissert und Herr Ackermann Ihre Fragen und Ihre Anregungen beantworten können. Ja, Herr Ackermann, ich steige mit Ihnen ein. Sie haben eine große Schreinerei in Wiesenbronn. Wenn man auf Google Maps schaut, die Gebäude, die Sie da haben, das ist schon eine ganze Menge. Das ist also, würde ich mal behaupten, weit weg von einem kleinen, schnucklichen Handwerksbetrieb. Das ist eine richtig eine große Nummer. Sie haben 110 Beschäftigte und von Ihnen weiß ich, dass Sie im Punkt der Digitalisierung schon sehr weit gegangen sind. Beschreiben Sie das bitte mal im Detail in Ihrem Firmenalltag. Wo erkenne ich, wo Sie digitalisieren? Ja, wir planen alles dreidimensional, also wir bauen das quasi erstmal im Computer, im CAD-Programm und also den digitalen Zwilling, das ist quasi der Erstgeborene und dann erst quasi wird das quasi stofflich gebaut, also die einzelnen Teile hergestellt, zusammengefügt und wo Sie das merken ist, dass Sie zum Beispiel, bevor Sie jetzt das, was Sie bei uns bestellen, zum Beispiel die Ladeneinrichtung oder den Wohnzimmerschrank, bevor wir überhaupt das erste Brett sägen, können Sie schon mal einen Blick auf das fertige Teil werfen. Und genau das, was ein Computer weiß, Sie weiß, what you see is what you get, das können wir Ihnen vorher einfach schon mal visualisieren. Jetzt gibt es ja viele, die so Renderings machen, einfach um die Sachen zu verkaufen. Da wird eben recht aufwendig gezeichnet, nur für den optischen Effekt. Bei uns hat es den positiven Effekt, dass wir aus dieser Zeichnung nicht nur die Präsentation machen können, sondern auch direkt auch die Produktion. Das heißt, wenn ich bei Ihnen durch den Betrieb gehe, dann sehe ich, was sehe ich da? Sehe ich da viele Sägen und sehe ich aber auch viele Computerbildschirme? Ja, teilweise geht es so weit, dass man eben bei sehr komplexen Geschichten gar nicht mehr das ausdrucken kann. Also welche Ansicht würden Sie da sehen? Und wenn Sie das jetzt bauen, bei uns in der Werkstatt, müssen Sie sich das auch mal ranzoomen und drehen können. Also es geht so weit, dass quasi der Mitarbeiter im Bankraum, sogenannt nach der Hobelbank, mittlerweile einen Bildschirm stehen hat, an dem er sich das Teil heranzoomen kann, kann es drehen, wenden und sieht dann, wie er die Einzelteile zusammenfügt und wo er eben dementsprechend noch Anpassungsarbeiten machen muss, etc. Also diese handwerklichen Fähigkeiten braucht er natürlich trotzdem, aber er wird eben digital unterstützt. Also dadurch, dass eben das alles schon mal vorgedacht ist, kann man das deutlich schneller und auch wirtschaftlicher nachvollziehen. Jetzt bauen Sie das, stellen Sie das her, was der Kunde will, in Ihrem Betrieb. Jetzt müssen Sie es auch draußen beim Kunden installieren, Ja. einbauen. Wo erkenne ich da Digitalisierung? Haben Sie mittlerweile einen Roboter, der Ihnen da hilft, oder? Ja, zum Beispiel vor Ort, wenn es eine komplexe Raumsituation ist, wir haben jetzt für ein Krankenhaus so Behandlungskabinen gebaut und da stehen 20 Kabinen in einem großen Raum und dann wird zum Beispiel der ganze Raum mit einer Schablone ausgelegt und dann weiß man genau, wo welches Teil hinkommt. Also man kann diese Schablone richten und wenn die dann sauber ausgerichtet ist, ist das Reinstellen der Teile praktisch wie ein Puzzlespiel. Aber zum Beispiel diese Schablone, die ergänzt halt für uns oder ersetzt das aufwendige Einmessen auf irgendwelche Fixpunkte. Und dann merke ich nach der halben Arbeit, dass ich vielleicht doch 2 Zentimeter mehr nach links hätte rutschen müssen. Also das kann man damit, also auch auf der Baustelle hilft das dazu. Herr Bissert, Ihr Betrieb, 3 bis 4 Leute haben Sie mir erzählt, ist viel, viel kleiner, sind auch ganz andere Bereiche unterwegs, Sanitär, Heizung, Klima vor allen Dingen. Wo erkenne ich bei Ihnen Digitalisierung? Dass Sie mich sofort erreichen können. Denn ich habe Anrufweiterschaltung aus Handy, das ich eigentlich immer dabei habe. Dadurch habe ich natürlich auch sofort Zugriff auf E-Mails oder auf irgendwelche
durch WhatsApp zum Beispiel irgendwelche Fotos, die zugeschickt werden von dem Bauherrn, was für mich halt äußerst wichtig ist, denn ich habe ja keine Vorfertigung, sondern ich habe einen Betrieb, der viel auf Notfälle reagieren muss. Denn seit 12 Jahren sind wir spezialisiert auf Rohrreinigung und Kanal-TV. Deshalb ein-, zweimal täglich habe ich Anfragen, Mensch, verstopfter Kanal, so muss ich schnell reagieren. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich abends irgendwo irgendwelche E-Mails lese, sondern der Kunde braucht sofort eine Hilfe, wo mir weitergeholfen wird. Da gehe ich mal rein sagen wir, mit dem Lehrbuch der Digitalisierung. Heißt der Digitalisierung im modernen Sinne, Industrie 4.0, was man alles hört, heißt er im Kern, ich sammle Daten und jetzt kommt der entscheidende Punkt und ich gehe sehr klug mit den Erkenntnissen dieser Daten um. Ne, das ist das, was man als Digitalisierung ja eigentlich so beschreiben kann. Sind Sie da, können Sie in Ihrem Betrieb denn schon so weit sein, dass Sie sowas einsetzen? Riesendatenmengenerzeugung analysieren und dann gucken, was mache ich mit den Daten. Kann ich auf jeden Fall, denn die Handwerker-Software, die ich habe, die habe ich seit über 20 Jahren, Was seit ich macht die? bin. Was macht die Software? Die Software von Angebotserstellung bis Rechnung bis Auftragsbestätigung. Rechnung per E-Mail natürlich weiterleiten, aber ich kann, wenn mich Kunde Müller anruft, zurückverfolgen, was habe ich vor 20 Jahren bei dem gemacht, auf welchem Grundstück, wie auch immer. Das heißt, wenn bei mir heute ein Kunde anruft, das Erste, was ich mache, ich schaue nach auf Google Maps, wo wohnt der, wie ist die Lage, beziehungsweise für die Anfahrt, kürzeste Weg. Okay. Sag mal, schildern Sie doch mal, welchen Aufwand Sie betreiben, um Ihren Betrieb so digital wie möglich zu halten. Also zum Beispiel, was investieren Sie pro Monat, pro Jahr in eine Software, in Fortbildung der Mitarbeiter, ne? Alles, was das an Aufwand mit sich bringt. Ist gar nicht so viel. Also das Teurere sind zum Beispiel jetzt eine CNC-Maschine kostet, sagen wir 200.000 Euro. Wenn ich dazu eine Programmierung habe, einen externen Programmierplatz, der liegt dann vielleicht bei 1.000 Euro, plus den Rechner noch, aber die Software zum Beispiel, also eine 3D-fähige Software gibt es schon ab 1.000 Euro. Und wenn ich jetzt praktisch das Bindeglied brauche zwischen dieser Software und der Maschine, so eine CAD/CAM-Software, die liegt dann bei 10.000 bis 15.000 Euro pro Lizenz Also wie viele ungefähr. CNC-Maschinen haben Sie im Ja, Moment? also 8 CNC-Maschinen, 3 Laser, 2 Plattensägen, ein Roboter. Wie viel kommt pro Jahr dazu? Nein, es wird, also es kommt, so in den letzten Jahren kam schon jedes Jahr was dazu, aber muss man mal was austauschen. Also es ist jetzt nicht zwangsweise, dass man jetzt das immer mehr werden muss, sondern die können wir noch deutlich besser nutzen, auch im Zwei- und Dreischichtbetrieb. Da ist schon noch, haben wir schon noch Spielraum. Ja. Und von den Mitarbeitern her geht es einfach darum, praktisch immer wieder weiterzubilden, wobei das auch bei uns schon Bestandteil der Ausbildung ist. Also bei den Schreinern insgesamt, die lernen während ihrer Lehrzeit schon, wie man so eine CNC-Maschine programmiert. Klar, das sind dann einfachere Sachen, was so ein Mensch-Ärgere-Spiel programmieren oder einen Hocker fräsen, aber darauf kann man ganz gut aufbauen und das Grundverständnis ist schon da. Also die eigentlichen Digitalwerkzeuge sind gar nicht so teuer. Es ist mehr die Hardware dazwischen. Das kann man sich als Laie ja vorstellen, das hat man schon mal irgendwo gehört, eine CNC-Maschine, das hat was mit Sägen zu tun, sage ich mal laienhaft, das packt man in eine Schreinerei. Gut, Herr Bissert, Sie sind im Sanitär- und Heizungsbereich unterwegs. Ich unterstelle Ihnen mal, eine CNC-Maschine oder ähnliche Trümmer werden Sie kaum einsetzen Ja, können, ich oder? habe eine Langabgangbank mit 6 Meter. Wir machen auch Spenglerarbeiten. Und ich meine, so eine Langabgangbank geht aber. Was macht die? Was macht Die biegt Bleche, die Okay. kantet Bleche. Aus dem Blechkreuz, die keult die ab, beziehungsweise kantet die. Die Preisrichtung ist so zwischen 50 und 100.000 Euro. Was wir natürlich durch die Rohren und Kanal-TV haben, sind diese Kanalkameras. Und da geht es bei 20.000 bis 30.000 Euro los. Und da brauchst du alle paar Jahre doch einen neuen Kamerakopf. Und das sind die Kosten, die bei uns anfallen. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren wird bei uns die Software erneut werden, weil das Update nicht mehr gewährleistet ist. Ich schätze, da brauche ich so 5.000 Euro ungefähr und 800 Euro fürs jährliche Update. Sehen Sie denn in Ihrem Bereich Sanitär, Heiz und Klima, sehen Sie denn, so ein bisschen mit Blick auf, was bei Herrn Ackermann im Gewerk los ist, sehen Sie bei sich so die große Digitalisierung eigentlich kommen, dass irgendwann mal bei Ihnen im Bereich wirklich die Roboter dastehen, im Betrieb oder draußen? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also es ist unmöglich, wenn heute mal ein Abwasserkanal verstopft ist, da kann kein Kompagnon. Und auch in anderen Gewerken, zum Beispiel auch in Friseuren, so, das
es gibt keinen Computer, der Haare schneiden kann. Ne? Also Sie müssen wirklich auch Handarbeit machen? Von Anfang an, genau. Okay. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein diese Tätigkeit erfüllen kann. Unmöglich. Es sind immer noch Menschen, die Gott sei Dank an diesen Anlagen arbeiten. Das heißt, in Ihrem Bereich gibt es da überhaupt Forderungen, ernsthafte Forderungen, die sagen, auch im Sanitärbereich, wir müssen da voll durchdigitalisieren. Egal, ob es Ihnen noch oder nicht. Nee, wir sind eh relativ gut durchdigitalisiert. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz gesagt, unsere ganzen Heizungen sind ans Internet angeschlossen. Das heißt, wenn beim Kunde X irgendwo ein Fehler auftritt, bekomme ich eine Fehlermeldung per E-Mail und dann sehe ich sofort, ob beim Kunde Müller ist das und das ist kaputt. Das Tolle dabei ist, das Programm sagt mir auch gleich, welches Ersatzteil ich brauche. Und das ist wieder der Vorteil vom Kunden, ich muss nicht extra hinfahren, sondern ich sehe sofort, das und das ist kaputt, kann es gleich beim Großhändler bestellen. Gutes Stichwort. Gehen wir mal drauf ein, was hat denn der Kunde, was hat die Kundschaft davon, von der Digitalisierung? Sie haben jetzt mal ein Beispiel genannt. Sie sehen sofort, was der Kunde braucht, Sie können sich in Heizungen einklinken. Wie ist es bei Ihnen, Ackermann? Gut, dass es vorher sieht, wie es wird, dass es genau betrachten kann, aus jedem Blickwinkel, dass es hin und her drehen kann. Dann schicken wir ihm so ein 3D-PDF zu, wo er sich das auch herzoomen kann, auch jeder Laie machen. Dazu braucht er keine speziellen CAD-Kenntnisse. Er hat den Vorteil, dass es günstiger zu produzieren ist oder überhaupt erst produzierbar wird. Das ist auch oft immer der Fall, dass man solche Sachen mit normaler Handarbeit gar nicht mehr produzieren kann, also gar nicht maßgenau produzieren kann. Und ja, zum Beispiel, wenn er nach 5-6 Jahren ein Ersatzteil braucht oder eben, wir haben das den Fall bei einer Ladeneinrichtung, einen Wasserschaden, die können wir komplett wieder rekonstruieren. Also da muss keiner was messen, sondern die können wir direkt aus der Zeichnung raus nochmal produzieren. Wenn jetzt draußen auch Unternehmer sind, vielleicht auch aus Ihrem Bereich, die sagen, Mensch, was der Ackermann da macht, das macht Sinn, da möchte ich auch hin. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie bei all den Daten, die bei Ihnen anfallen, haben Sie irgendwo in der Ecke einen eigenen Server stehen? Oder wo sind die ganzen Daten? Ja, wir haben einen eigenen Server, haben ein ERP-Programm, also eine Branchensoftware. Also das ist das eine, die schon branchenübergreifend ist, also von jetzt einer Vision dementsprechend, also ein Microsoft-Produkt. Aber ansonsten, ja, die ganzen Daten, also das Datenhandling muss natürlich gemacht werden, aber das ist im Endeffekt wie, wenn Sie Werkzeug haben, brauchen Sie einen Werkzeugkasten. Und wenn Sie jetzt halt solche Daten haben, dann brauchen Sie halt dementsprechend einen Server, Unterverzeichnis, Laufwerke, Datensicherung etc., auch dementsprechend Firewall. Natürlich gehört das dazu, aber ich sage jetzt mal, das ist genauso ein Werkzeug wie der Hammer, den Sie da auf dem Tisch liegen haben, wie die Bohrmaschine, wie der Akkuschrauber ermöglicht uns halt einfach ganz andere technische Möglichkeiten. Also ja, aber wenn Sie das so sagen, also ich könnte mir vorstellen, Sie brauchen Firewall und die ganzen Begriffe, die Sie genannt haben, sitzen dann bei Ihnen, gibt es da ein, zwei Nerds sozusagen, die das alles regeln? Oder? Nein, das macht unser technischer Betriebsleiter, der hat sich da autodidaktisch immer weitergebildet. Was absolutes Spezialwissen ist, holt er sich halt von einem externen Dienstleister und ansonsten auch gerade die jüngeren Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch an einem Bildschirmarbeitsplatz arbeiten, haben ja durchaus eine Affinität dafür und also wird ihnen auch so gehen, wenn sie sich am Handy was erklären lassen, wenden sie sich auch eher an jemanden, der halb so alt ist als sie, ne? Also weil dem geht es halt leichter von der Hand. Also insofern, das Feld dafür ist bereitet, wir brauchen jetzt da keine aufwendigen Spezialisten, sondern und es ist auch nicht alles so jetzt auf einen Schwung gekommen, sondern wir haben im Prinzip da flexibel auf Kundenanforderungen reagiert. Mhm. Das erste größere Geschichte war für die Elbphilharmonie ein Akustikmodell zu bauen. Dazu mussten wir uns halt dann in diese 3D-Software einarbeiten, weil die Datei ist uns halt quasi nur digital zur Verfügung gestellt worden. Wir hätten mit irgendwelchen Plänen und Ausdrucken, dann wären wir draußen gewesen. Also wer da mitspielen will, muss quasi digitalisiert und damit umgehen können. Das greife ich nachher gerne nochmal auf, wenn man zu dem Punkt kommt, so die Vernetzung auch mit anderen. Herr Bissert, in wesentlich kleinerer Dimension, aber auch Sie haben ja erklärt, was Sie digital einsetzen. Was für einen Aufwand macht es Ihnen, sich um die ganze Software zu kümmern, erstmal die ganze Software zu verstehen, kommt ein neues Programm, wie lerne ich das, wie gehen Sie da vor, welchen Aufwand macht das? Das ist schon ein großer Aufwand. Ich sehe jetzt nicht immer den wirtschaftlichen Bereich, sondern halt den Zeitaufwand, bis man in diese Software reinkommt. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt,
die letzte Handwerker so für 20 Jahren, da bist du fit. Jetzt muss ich mich an eine andere umgewöhnen. Ich denke, das dauert locker wieder halb so, bis ein Jahr. Ja, aber wann machen Sie es zum Beispiel? Nach Feierabend? Oder schieben Sie es rein in den Alltag? Nach Feierabend. Denn Arbeitstag ist für die praktische Arbeit, ja, ne? Für die produktive Arbeit. Mhm. Das ist richtig. Geht nach Feierabend. Mhm. Wie gesagt, nochmal den Aspekt, den Sie genannt haben, Herr Ackermann. Sie haben gesagt, als es bei der Elbphilharmonie darum ging, was herzustellen, haben Sie Daten bekommen. Sie wurden praktisch als Betrieb hier in der mainfränkischen Provinz, waren Sie gezwungen, jetzt plötzlich muss ich mit digitalen Daten umgehen, was Sie wohl bis dahin nicht so in dem Maße gemacht haben. Also der Zwang war ja nur da, weil ich den Auftrag haben wollte. Also insofern war es... Also schon, ich habe mich freiwillig zwingen lassen quasi. Aber das ist dann natürlich am Anfang eine ganz andere Auseinandersetzung damit, also dass man sich eben mit der neuen Software beschäftigen muss. Allerdings ist es so, zum Beispiel wenn wir jetzt neue Mitarbeiter bekommen, die müssen sich auch erst in die Software einarbeiten. Wir haben da zum Glück mehrere Systeme, mit denen wir gut arbeiten können und auch es gibt da auch leicht verständliche Programme, die wir auch nutzen. Und in der Regel ist es so, wenn jemand vorher schon CAD gezeichnet hat, dass er dann mit dem Programm, das wir verwenden, schon nach 2-3 Monaten sieht, dass es besser geht als mit dem Allhergebrachten. Und also ist auch eine relativ schnelle Belohnung dafür da, dass man eben sich damit beschäftigt. Und klar, bis sie den Umgang mit Säge, Hobel und Hammer und den ganzen Werkzeugen lernen, hat es auch eine Weile gedauert. Und nichts anderes ist das auch. Also insofern... Es erleichtert ja auch das Leben, wenn ich dann eine Rechnung per Mail verschicken kann und nicht mehr ausdrucken muss und frankieren und was weiß ich. Also klar, die Arbeiten laufen schneller ab, aber eben auch dass man auch den Zeitaufwand, den man in diese Beschäftigung mit der Software steckt, relativ schnell wieder zurückbekommt. Kleiner Exkurs, Herr Biesert, Ihre anderen Funktion, heute sind Sie als Unternehmer da, aber trotzdem ein kleiner Umweg mal über Ihre Funktion als stellvertretender Präsident der Handwerkskammer, spreche ich Sie jetzt mal an, was Herr Ackermann erwähnt hat, dass er quasi, ich sag's mal salopp, quasi hingeschoben wurde, sich mit der großen Digitalisierung auseinanderzusetzen. Er war zwangsweise damit befasst, er musste den Auftrag kriegen, also muss er da reingehen. Ist das was, was Sie sagen würden, was anderen Handwerksbetrieben in Unterfranken, naja, wie soll ich sagen, auch droht oder was man mit ihnen vielleicht machen müsste, ihnen quasi aufs Pferd helfen? Teilweise, obwohl ich behaupte, dass die Digitalisierung bei uns im Handwerk schon längst angekommen ist. Also ich kenne keinen, der keine Software hat, ich kenne keinen, der nicht irgendwo vernetzt ist und glaube ich nicht. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir kommen schon in den ersten Chats rein. Vielen Dank. Ralf Kees, bekannt ja in Würzburg als sehr digital versierter Mensch, fragt, wie weit ist Datenschutz ein Thema? Ja, das ist deutsches Lieblingsthema. Also man darf ja nicht immer die Mitarbeiter fragen, ob sie zum Beispiel gegen Corona geimpft sind, aber bei der Montage soll man eben praktisch dem Kunden vorher sagen, dass der geimpft oder nicht geimpft ist. Also natürlich ist uns Datenschutz sehr wichtig, gerade was die Daten unserer Kunden angeht. Und wenn man da eben eine Geheimhaltungserklärung unterschreibt, dann ist die AD auch wirklich oberste Priorität. Und auch personenbezogene Daten, da müssen wir sehr sensibel mit umgehen. Ich glaube aber, dass es auch wirklich eine deutsche Sekundärtugend ist, dass man sich extrem um den Datenschutz kümmert, solange bis man eben quasi nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber natürlich ist es ein wichtiger Aspekt und dem muss man auch Rechnung tragen. Ansonsten machen aber auch die Daten einiges möglich und also wir zwingen jetzt nicht die Kunden, uns die Daten zu geben, sondern das ist, damit das Produkt entstehen kann, bauen wir auf ihrer Basis auf und geben ihnen das auch dementsprechend wieder zurück. Also, aber klar. Wie gehen Sie um in Ihrem Betrieb jetzt mit aller Digitalisierung, die Sie haben, unter Datenschutz? Was müssen Sie da im Besonderen noch beachten? Ich speichere im Prinzip überhaupt nichts, bis auf die Adresse und alles andere, was rausgeht, habe ich eh in gedruckter Form in Ordner liegen und die werden nach 10 Jahren sowieso dann vernichtet. Okay. Ralf Dies fragt auch, ist Open Source Software in dem Bereich ein Thema, für CNC zum Beispiel? Kann man anwenden, wobei zum Beispiel bei den CNCs ist so, dass wir einen sehr umfangreichen Werkzeugbestand haben und das muss auch dementsprechend alles eingepflegt sein. Also es ist schon relativ betriebsspezifisch, also Open Source Software könnte man einsetzen, allerdings weiß man, wie die gepflegt werden. Also wir haben da relativ gut eingespielte Systeme,
Und jetzt auf eine Open-Source-Geschichte zu wechseln, war bis jetzt kein triftiger Grund da. Wir waren vorhin beim Thema, was bringt es eigentlich der Kundschaft, die ganze Digitalisierung im Handwerk? Da knüpfe ich nochmal an, in puncto A, wie haben sich vielleicht bei Ihnen beiden, oder eher auch bei Ihnen, weil Sie ja umfangreicher, sage ich mal, in Digitalisierung drin sind, wie haben sich bei Ihnen die Preise verändert? Bei dem, was Sie verlangen vom Kunden? Ja. Ich behaupte mal, es ist günstiger geworden. Oder es ist überhaupt erst möglich geworden. Also das, was man sonst also wenn ich jetzt quasi durch die Digitalisierung Teile der Arbeit ins Büro verlagere, laufen die meist schneller ab, weil auch der Mitarbeiter darauf besser spezialisiert ist und dass auch der Fertigungsprozess viel, viel besser vorbereitet ist. Also es wäre auch widersinnig, wenn wir einen Haufen Geld investieren würden, um die Sachen nur immer komplizierter und teurer zu machen. Natürlich geht da auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mit einher. Entschuldigung, Sie haben vorhin gesagt, am Anfang gesagt, Sie gehen davon aus, Sie schätzen das. Das heißt, haben Sie es gar nicht ermittelt, wie viel die Digitalisierung die Preise bei Ihnen verändert hat? Es ist nicht so eins zu eins vergleichbar. Also gut, wir machen manche Aufträge, die haben wir schon vor der Digitalisierung gemacht, die machen wir immer noch. Bei denen kann man es dann eins zu eins vergleichen. Und da ist eben so, wenn man dann das einmal programmiert hat und das immer wieder aufrufen kann, dann bringt es natürlich was, weil man eben die Arbeitsvorbereitung für diesen Auftrag schon komplett fertig hat. Die wäre jetzt allerdings auch manuell vorbereitbar, also da muss man es auch noch kopieren oder so. Also, aber auch da, also bei den meisten Aufträgen ist es so, dass sie ohne Digitalisierung gar nicht mehr möglich wären. Also Freiformen und. Wie ist bei Ihnen, Herr Dissert? Haben die Also Preise bei Ihnen verändert? ich sage auch definitiv günstiger, denn schon von der Fahrstrecke her, wenn der Kunde mir heute, ich eruiere mal am Telefon, wo ist das Problem, send mir bitte irgendwelche Fotos zu. Das heißt, ich muss nicht erst nach Würzburg fahren, um was anzuschauen, sondern der Kunde schickt mir es zu, über WhatsApp zum Beispiel oder was sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und da haben wir schon diese Fahrtkosten drin und dementsprechend kann ich auch die jeweiligen Maschinen ins Auto tun, wenn ich dann zum Kunden fahre. Also. Gut, aber wenn Sie sich eine neue Software kaufen, die kostet X Euro, das müssen Sie dann auch schon irgendwie Ja, in den Preis aber einrechnen. nicht so in der Höhe. Bei den Kanalkameras zum Beispiel wird es nach Pauschalen abgerechnet, ob große oder kleine Kamera, beziehungsweise Hochdruckreiniger. Das sind Pauschalen, die aber auf jeden Fall fair sind. Also ich schlachte jetzt nicht was drauf. Ich kann ja durch diese Maschinen, die ich habe, natürlich pro Tag natürlich mehr abarbeiten. Ist auch ein Vorteil. Ne? Haben sich bei puncto Digitalisierung bei Ihnen die Einkaufspreise, was Sie zahlen müssen, das Material, das Sie kaufen, hat sich da irgendwas verändert? Bei den Lieferketten auch? Generell teurer waren. Also das Na merke ich gut, das ist schon. der allgemeine Material, Nee, den wir jetzt aber haben, ne? doch. Naja, also es ist schon einfacher, eine Bestellung online auszulösen und dementsprechend auch das relativ schnell zurückgespielt zu bekommen, bevor ich die jetzt handschriftlich ausfülle und faxe. Ich kann quasi auch praktisch, wenn die Rechnung kommt, dann das direkt auf das Projekt buchen und so weiter. Also es vereinfacht schon die Sachen. Und Material lässt sich auch relativ viel einsparen, wenn man zum Beispiel eine Verschnittoptimierung hat. Dann kann man sagen, jetzt habe ich vielleicht für einen Auftrag 50 Teile in freien Form, vielleicht für ein Bühnenbild oder für einen Studioausbau oder sowas. Und dann sage ich, hüpft mir quasi in diese Platte rein. Und dann sehe ich auch gleich am Anfang, dass ich zum Beispiel 6,5 Platten brauchen werde. Also werde ich halt 7 Platten bestellen. Sonst hätte ich es vielleicht von Hand überschlagen und hätte 10 Platten bestellt. Also natürlich bringt es dann auch einiges an Einkaufsvorteilen, dass ich wirklich nur das benötigte Material kaufe. Also halbe Platten gibt es noch nicht, aber ich kann eben das viel genauer eben vorher taxieren und spare mir dadurch auch im Einkauf einiges. Ist dadurch auch Ihre Lagerhaltung geringer, anders geworden? Vorher hatten Sie 50 Platten im Regal stehen, jetzt noch 10 oder gar keine mehr? Ja, wir überlegen uns sehr genau, was wir uns auf Lager legen und wir haben zum Beispiel so ein automatisches Plattenlager, das ist chaotisch gestapelt und da kann ich auch auf Knopfdruck sehen, was drin ist. Und ich kann aber auch zum Beispiel einzelne Platten für einen Auftrag reservieren. Also der Mitarbeiter kann die zwar dann sehen, das heißt, die liegen im Lager drin, aber hat keinen Zugriff drauf, weil die für den Auftrag, der übermorgen zugeschnitten wird, reserviert sind. Also das wäre jetzt so im Normalfall, wäre es so, dass man sagt, naja, wer zuerst zuschneidet, nimmt sich halt diese Platten dafür und der Nächste hat dann das Nachsehen. Also dadurch kann man auch den Lagerbestand deutlich,
minimieren, wobei im Augenblick aufgrund der also der Materialsituation ein höherer Lagerbestand fast unausweichlich ist. Nehmen wir mal Fantasiegröße 10 Aufträge haben Sie. Wie viel davon, in wie vielen Fällen davon schicken Sie dem Kunden komplett schon digital den Aufriss und dass er praktisch digital, meinetwegen 3D sehen kann, okay, das wird man der Tischweiler Ackermann einbauen. Also wie viel von 10 Fällen gehen Sie so vor? In neun, würde ich sagen. Ja? Ja. Also gut, es sind, wenn einer jetzt nur ein paar Zuschnitte braucht, dann wird sowas nicht anfallen. Aber bei den komplexeren Geschichten wird fast ausschließlich so vorgegangen. Ja. Sie haben erwähnt, Herr Bissatzik, Sie sind auch im Bereich Rohrreinigung Ja. unterwegs. Da kenne ich es als Laie, es gibt fahrbare Kameras, die durchgehen und so weiter. Wie kann man sich den in dem Bereich, der für manche Haushalte sehr heikel werden kann, ne? Wenn es Rohr zu, dann ist schon ein großes Chaos. In dem Bereich, was tut sich denn da digital abseits der Kameras, die ich gerade erwähnt habe? Ja, und vor allem die Lokalisierung von den Schadstellen. Unsere Kameras haben alle eine Ordnung drin. Das heißt, ich kann dann, wenn irgendwo Schaden auftritt, kann ich den Kunden sagen, du pass auf, hier ist die Schadstelle auf 1,70 m. Das heißt, bis auf einen Zentimeter genau wird es lokalisiert. Ich mache sofort Fotos und Bilder von dieser Schadenstelle oder auch Videos und kann es dann den Kunden gleich per E-Mail, wenn ich dann daheim bin, weiter senden oder auf USB-Stick überspielen. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Erleichterung, denn wenn man auf Verdacht einfach mal den Garten mal aufgräbt, weil man denkt, hoppla, vor 15 Jahren habe ich mal irgendwo das Rohr verlegt, ist mir dankbar, wenn jemand kommt und sagt, hier buddelst du und triffst es dann genau. Ja, gut, was man so hört, ist ja gerade auf dem Land wurden ja viele Abwasserkanäle so, naja, Pi mal Daumen und selber verlegt. Ne? Ja, Da kann man vorstellen, Ihr Roboter hat da einiges zu tun, oder? wollte ich gerade sagen, ja, ich denke, da war ich nicht arbeitslos in der nächsten Zeit und vor allem die Kanäle werden ja immer älter. Ne? Wir haben ja, sonst war es ja so, war alle zig Jahre irgendwo ein Weltkrieg, das haben wir schon ewig nichts mehr gehabt, Gott sei Dank. Aber dadurch ist natürlich die Baumaßnahmen, also Kanäle ist mit das Größte, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Wo sehen Sie denn, sage ich mal, die größten Schritte in puncto alles digitaler im Bereich der Heizung? Weil wir ja auch Energiewende etc. Ja, schon längst auf dem Weg sind, dass sich die Heizungstypen ändern. Ne? Pellets, Erdwärme, Mischformen, Leute haben zwei, drei Säulenmodelle mit Solar und anderem noch drumherum. Also, wo sehen Sie da noch weitere Einsatzmöglichkeiten digitaler Technik, die über das, was jetzt schon da ist, auf dem Markt? Ich denke, so ist es schon wahnsinnig ausgereizt, denn wenn eine Anlage mit dem Netz vernetzt ist und wie gesagt, bei Ihnen daheim geht die Anlage auf Störung und ich als Firma Bissert bekomme das eher mit wie Sie, denn die Anlage schickt mir sofort auch mal hin, weil sie geht die Heizung mit, bevor sie es überhaupt mitbekommen, bevor sie heimgehen. Ist natürlich toll, wenn ich vorab schon reagieren kann und auch im gleichen Moment mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und der sagt mir gleich die richtige Nummer, beziehungsweise habe ich Zugriff auf das Lager von dem Großhändler und ich sehe, ist es tatsächlich lagerfähig, ja oder nein. Ja, ernsthaft, Sie kriegen von Kunden auf Ihr Smartphone Meldungen, Achtung, Heizung geht gleich kaputt, Genau. auch nachts um Viertel Das vor ist zwölf. völlig egal. Das ist ja toll für den Kunden, aber ich stelle mir vor, in Ihrem kleinen Betrieb, Ja, mich hat ja. es schon mal genervt. Ich habe mal eine Anlage gehabt, die tatsächlich über das Wochenende 30 Mal auf Störung gegangen ist und jedes Mal kriege ich eine E-Mail-Anlage Ja, defekt. die Frage geht ja in Richtung auch, wie Sie, sage ich mal, intern organisatorisch aufgestellt sein müssen als kleiner Betrieb. Sie müssen ja im Grunde, wie ich so das so höre, müssen Sie ja einen Mitarbeiter, immer einen Mitarbeiter haben, der so Notdienst quasi macht. Das sind wir Gott sei Dank mit anderen Firmenkollegen vernetzt und haben da ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, wenn ich nicht kann, dann helfen Kollegen aus. Okay. Auch eine Frage im Chat ist, da kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Thema. Wie weit hat sich die Ausbildung an die erforderlichen IT-Kenntnisse angepasst? Oder müssen junge Handwerker und Handwerkerinnen sich das alles auch autodidaktisch in der Freizeit beibringen? Also wie weit, da frage ich Sie nochmal, Bissert, vielleicht nochmal kleiner Exkurs, Vizepräsident Handwerkskammer, was Sie so allgemein im Handwerk hören, in puncto, sage ich mal, Fitness, digitale Fitness der Azubis. Ich meine, ein Smartphone und ein Tablet hat ja jeder von denen und WhatsApp kennt die sich natürlich aus, aber ernsthaft mal irgendwas zu recherchieren im Internet tun sich die jungen Leute natürlich schon schwer, aber da muss ich schon heranführen, ne? Und Eigeninteresse muss schon vorhanden sein. Wir selber als Firma unterstützen da schon, das heißt, wenn wir neue Software haben, das ist nicht nur für die Gesellen, sondern für die Auszubildenden so. Und auch in der Überbetrieblichen kommt immer mehr das Tablet zum Einsatz, auch die Hersteller unterstützen da.
Das wird aber in Zukunft ja auch so sein, dass du mit einem Tablet irgendwo vor die Heizung stellst und der Hersteller hat eine bestimmte App dafür, wo du dann bestimmte Reihenfolgen durchgehen musst, um das Problem zu lösen. Ja, aber ist das Thema Digitalisierung Ihrer Ansicht nach auch schon genügend in den Ausbildungsordnungen verankert? Müsste noch mehr dazukommen, aber da müssen wir schon in den Schulen anfangen. Dass in den Schulen in Zukunft mehr praxisorientiert auch unterrichtet wird. Und sind denn eigentlich die Berufsschulen, Lehrer, Lehrkräfte, sind die eigentlich fit genug, den Azubis in dem Punkt das Richtige beizubringen? Sie lächeln, Herr Ackermann. Naja, ich glaube, dass sie in den Feinheiten der Bedienung nicht unbedingt drin sind, aber sie haben ja das Fachwissen, wie ist es bisher analog gemacht worden. Und ich glaube, das ist auch ganz gutes Zusammenspiel, wenn sich auch der Lehrer vielleicht von dem Azubi mal erklären lässt, wie er über einen Shortcut oder so eben das schneller vielleicht bedienen kann. Das Fachwissen liegt natürlich auf der Seite des Lehrers und ich denke, dass es ganz gut ist, wenn man so gegenseitig aufeinander angewiesen ist und sich dann gegenseitig auch mal die Räuberleiter machen kann. Also das ist für den Azubi auch ein schönes Erlebnis, wenn er sagt, ich habe ihm das erklärt, warum das jetzt gerade nicht ging und dann hat er mir erklärt, wie ich das machen soll. Also das kann durchaus für beide Seiten Vorteile haben. Backen Sie sich doch mal den idealen Lehrling, was muss der denn in puncto Digitalisierung mitbringen? Oder Bewerber, ne? Bewerber, sagen wir Bewerber, Bewerberin. Was sollte der schon mitbringen in puncto dessen, was ihn dann in der Digitalisierung in Ihrem Betrieb zum Beispiel erwartet? Also das Wichtigste ist Aufgeschlossenheit. Also wenn er natürlich schon CAD-Kenntnisse hat und kann das schon anwenden, dann muss er halt nur noch die Feinheiten des neuen Programms erlernen. Aber auch ansonsten, wenn er jetzt zum Beispiel als Geselle im Bankraum ist, dann kriegt er natürlich so einen Einweisungskurs. Also das Wichtigste ist die Aufgeschlossenheit, dass er die mitbringt. Und nochmal zurück in die Berufsschule, also sowohl in der überbetrieblichen als auch in der Berufsschule selber, vielleicht mehr in der überbetrieblichen. Was wünschen Sie sich ganz konkret an Themen rund um Digitalisierung, was dort noch mehr behandelt werden sollte? Also für unser Schreinerhandwerk funktioniert das wirklich blendend, dass das in der Berufsschule schon ist. In der überbetrieblichen noch weniger, weil da geht es einfach um sicheres Arbeiten an Maschinen. Und gut, da hilft die Digitalisierung aber auch, weil an so eine CNC-Maschine, also wenn Sie sich den Finger wegschneiden wollen, dann nehmen Sie eine herkömmliche Kreissäge, weil an so einer CNC kriegen Sie kaum noch die Hand an das Sägeblatt. Also es ist deutlich schwieriger. Da hilft die Digitalisierung schon allein durch vorgefertigte Sicherheitsmaßnahmen, das deutlich zu vermindern. Aber diese, also in der Berufsschule funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Natürlich kann es nur oberflächlich sein und noch nicht alle Betriebe haben schon diese technischen Möglichkeiten, aber man kann sicher davon ausgehen, dass der Schreinergeselle nach der Ausbildung zumindest Grundkenntnisse hat. Und da, wenn er jetzt auch in so einen sehr modernen oder technisch gut ausgestatteten Betrieb kommt, wie zum Beispiel bei uns, kommt er damit gut zurecht. Das klingt sehr positiv. Sehen Sie das ähnlich, Herr Bisser? Ich sehe das ähnlich, genau. Also unsere Zukunft liegt auch in der Überbetrieblichen mit Tablets und so, dass der Auszubildende sich das auch teilweise selber erarbeitet. Also nicht nur während der Übung, sondern auch nach Dienstschluss Tablet nimmt, wie es speziell ist bei den jeweiligen Heizungen. Gehen Sie zum Beispiel auch mal so weit, dass Sie sagen, da haben Sie einen Lehrling, oder merken Sie, der ist aufgeschlossen, der ist fit, dass Sie sagen, du, da haben wir ein Problem, löse mal das digital? Ja, doch, das haben wir schon öfter gemacht. Ja. Also zum Beispiel, wir haben auch Auszubildende im Büro und das sagt, stelle mal diese Tabelle auf und versuch das anzupassen. Oder eben den Instagram-Account oder Facebook-Account dementsprechend zu pflegen. Also gibt es schon konkrete Aufgabenstellungen. Mhm. Gutes Stichwort, Instagram, soziale Netzwerke. Wie weit gehen Sie? Was tun Sie da mit Ihrem Betrieb? Oh gut, wir haben einen eigenen YouTube-Channel, auf dem wir eben verschiedene Videos dann dementsprechend drauf brauchen. Was zeigen Sie auf den Videos? Zum Beispiel besondere Projekte, die wir ausgeführt haben, oder eben betriebliche Abläufe, also dass man quasi so eine, also es ist kein virtueller Rundgang, aber man hat halt verschiedene Einblicke in den Betrieb, oder wie wir zum Beispiel unser Spänesilo neu montiert haben, da gibt es so einen Zeitrafferfilm, also einfach so imagemäßige Unterstützung. Ansonsten. Geben Sie die Themen vor, was da gefilmt werden sollte, oder entsteht es aus Ihrer Crew heraus? Entsteht meistens aus der Crew raus. Ja. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel der
Betriebsleiter sagt so, wenn wir das jetzt aufstellen, dann filmen wir das gleich mal mit. Also das muss so ein Zeitrafferfilm machen. Das haben wir auch für verschiedene Projekte, wenn das dann über Wochen in der Werkstatt entsteht, dass man so einen Zeitrafferfilm hat, einfach um sowas mal gerafft zu zeigen zu können, wie läuft sowas ab und ja. Aber da höre ich raus, dass Sie im Grunde schon mindestens einen Teil Ihrer Belegschaft für so etwas auch sensibilisiert haben, dass die mitdenken, da machen wir was, was eventuell was wäre für die sozialen Netzwerke, für YouTube zum Beispiel. Ist das Ja, so? das ist so, ja. Dass die da mitdenken quasi? Wie Ja. haben Sie das erreicht? Einfach den Menschen vertraut und machen lassen. Also das ist meine Grundlage ist das, also quasi wenn ich dem Mitarbeiter misstraue, das erfüllt sich immer und Vertrauen meistens. Trotzdem bin ich fürs Vertrauen. YouTube, Instagram, Facebook und so weiter. Wie gehen Sie vor, Herr Bissert, mit Ihrem Betrieb? Ja, also auf Facebook bin ich vertreten, habe auch eine Webseite, die aber zurzeit überarbeitet wird, weil ich gemerkt habe, hoppla, ist doch schon 1,5 bis 2 Jahre her. Also ich muss aber dazu sagen, dass mein Klientel oder meine Stammkundschaft, die ich jetzt zu 95% habe, teilweise über 50 ist. Das heißt, wenn ich die morgen frage, was das schon mal auf Facebook, die wissen gar nicht, was das ist. Was machen Sie genau auf Facebook? Was ich muss wissen muss? Arbeiten, gerade Spenglerarbeiten, schöne künstlerische Spenglerarbeiten mit vorgeben oder was überhaupt das Produktportfolio ist von unserer Firma, was wir überhaupt alles machen. Die wenigsten wissen das ja, ne? Mit Kanal TV oder wie schaut das aus, wie schauen solche Aufnahmen aus, was kann man da rausziehen. Und gerade in Richtung Heizung, was ist da unser Steckenpferd? Also Sie machen praktisch ein Schaufenster sozusagen. Ein Zeigen, was Sie Schaufenster. machen, was Sie können. Genau. Okay. Könnten Sie sich zum Beispiel auch vorstellen, auf der Webseite meinetwegen, wie soll ich es nennen, eine Shop-Lösung wäre der falsche Begriff, aber dass man sich in besonderer Weise über Ihre Website zum Beispiel, verlinkt mit Facebook, dass man sich mit einem Anliegen an Sie wenden kann, sagen könnte zum Beispiel, Herr Bissert, ich möchte meine Dachrinne anders anbringen lassen, man schickt Ihnen Fotos, man schickt vielleicht selbstgefertigte Bänder, ich weiß aber, ne? Quasi so eine Art, in Anführungszeichen, Bestellung über den Weg schon bei Ihnen einreichen Das kann. Läuft ja schon so. Also ich hab schon wahnsinnig viel Anfragen, aber jetzt nicht auf Facebook, sondern die eruieren durch die Webseite meine E-Mail-Adresse und habe ich tatsächlich diese Anfragen, ja? Und mit Fotos auch, Gott sei Dank. Und wer kümmert sich bei Ihnen um Facebook und ganzen digitalen Mache ich Website? Machen Sie? selber. Okay. Sie haben da, warum Sie? Weil Sie zu wenig Leute haben dafür, oder? Ja, genau. Ich sehe aber, ehrlich gesagt, im Moment gar keinen Bedarf, denn was nützen mir die Anfragen, wenn ich sie nicht erfüllen kann? Wir sind alle voll mit Arbeit. Zurzeit bin ich froh für jeden, der nicht anruft. Ne? Ich sage es so, und ich versuche meine Privatkundschaft zufriedenzustellen. Gut, das ist natürlich was man, sage ich mal, ja, raushören könnte, dass man sagt, okay, Sie alle im Handwerk, Sie haben im Moment, Auftragsbücher sind voll, da können wir sagen, Mensch, wir haben andere Sorgen, als um die Digitalisierung zu Ja, kümmern. haben Sie recht, Das ja. tägliche Geschäft muss gemacht werden. Das ist Ihre Antwort? Ja, das tägliche Geschäft muss man immer machen, aber wenn man eben, das ist so, wenn man ganz nach Bäume fällt, aber nie die Axt schärft, dann, also es gehört einfach beides zusammen. Man kann nicht das eine tun und das andere lassen. Also man muss schauen, dass es eben das Tagesgeschäft läuft, aber dass man trotzdem da vorankommt, dass man eben auch am Ball bleibt, schaut, wo geht es hin. Zum Beispiel die Software, dass die überwiegend jetzt in Cloud-Lösungen praktisch verlegt. Dass man da Stück für Stück einfach das mitgeht, wo es sinnvoll ist. Gut, Axt schärfen, schönes Bild. Bei Ihnen könnte man ja sagen, Herr Bissert, Sie sagen, okay, Sie haben Kundschaft, die ist so 50 plus, da können wir sagen, ja, es wird sich auch bald ändern. Da haben Sie eine Kundschaft, die jünger ist und von Ihnen dann fordert, Herr Bissert, ich will jetzt digitale Lösungen haben, Sie sind ja völlig undigital oder so, oder? Sehen Sie Also, die so Gefahr? ganz ist es nicht, denn ich bin schon eigentlich digital top aufgestellt. Ne? Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe Wärmebildkamera zum Beispiel, ne? Und alles andere, das funktioniert ja auch. Ich bin immer ständig erreichbar und ich glaube, das kann man keiner vorwerfen, dass ich nicht erreichbar bin. Das haben sie selber festgestellt, wenn man mich anruft, erreicht man mich ständig. Ich muss halt immer eruieren, ich bin relativ sicher, nach unserem Gespräch habe ich wieder 2, 3 Anrufe und jeder Tag ist für mich ein neuer Tag. Und da kann ich nie planen. Ich weiß zwar, wo wir morgen sind, aber für Notfälle muss ich schauen, hoppla, wie kann ich den zufriedenstellen? Geben Sie mal einen Tipp, Herr Ackermann, wenn jetzt ein Betrieb sagt, ja, das, was Herr Ackermann macht in Wiesenbronn, das ist wirklich aller Ehren wert, da möchte ich auch hin. Sollte man, inwieweit oder für was sollte man sich
als Handwerksmeister, als Handwerksunternehmer in puncto Digitalisierung Rat holen? Stichwort Agenturen, besondere Fortbildungen der Mitarbeiter oder vielleicht auch einen Teil mit der Belegschaft, sagen, okay, ihr seid jetzt so mein Stoßtyp Digitalisierung. Also wie sollte man vorgehen? Also ich würde ihm empfehlen, dass er schaut, welcher seiner Mitarbeiter, auch wenn er bloß zwei oder drei hat, dafür eine Affinität hat und den einfach dann stärken, mehr Vertrauen in ihn stecken und ihn praktisch auch das sich miterarbeiten lassen oder auch eben selber mit bei der Auswahl beteiligen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn eben die Mitarbeiter beim Maschinenkauf dabei sind, wenn die bei der Softwareauswahl dabei sind. Dann ist es deutlich, ist die Akzeptanz deutlich besser und es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man eben damit gut umgehen lernt auch. Also bloß nicht alles selber machen, weil ich glaube, dass also der Chef in einem Handwerksbetrieb eh schon stark genug gefordert ist. Also Betriebswirtschaft, das ganze Berichtswesen und was weiß ich, was er alles machen muss, Steuern, Geschichten, Marketing, Vertrieb. Also da ist kaum dann Platz und vor allem auch nicht die notwendige Zeit, sich da noch in der Tiefe drum zu kümmern. Drum würde ich ihm empfehlen, wenn er sich in der Richtung weiterentwickeln will, das möglichst viel seine Mitarbeiter einzubinden, auch auf die Gefahr, dass man sich abhängig macht, weil wir abhängig sind wir in unserem Leben sowieso. Wir leben in einer stark arbeitsteiligen Gesellschaft und jeder, der verheiratet ist, weiß, dass es eben Abhängigkeiten gibt und dass die frei gewählten Abhängigkeiten auch die besten sind. Also Vertrauen in die Mitarbeiter, die machen lassen und ich würde auch empfehlen, praktisch bevor man sich jetzt quasi mit großen Hardware-Geschichten, also neue CNC-Maschine, dass man sich erst mit der Software beschäftigt, weil das ist der deutlich günstigere Teil und wenn man den gut auf der Reihe hat, dann ist die Entscheidung, also diese teure Hardware anzuschaffen, viel besser fundiert. Und deshalb, wenn Sie mit Ihrem Betrieb 3 bis 4 Leute, wie gesagt, wenn Sie den Wunsch hätten, zu sagen, ich möchte an Digitalisierung noch mehr tun, was Sie eh schon machen, neue Schritte gehen, Neues ausprobieren, was würden Sie sagen, wo würden Sie Rat suchen? Also das, Von extern? Oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich mir nee, selber? nee, nee, Oder auf, was Herr Ackermann nee. sagt, gucke ich mal in meiner Belegschaft, aber wenn sie noch so überschaubar ist, was ich da Okay, hingehe. also bei uns auf jeden Fall extern, wie gesagt, bei mir steht eine neue Handwerker-Software an und in Zukunft, wenn wir es dann so machen, dass wir tatsächlich auf der Arbeit ein Tablet dabei haben, wo dann der Regiebericht gleich vom Kunden unterschrieben wird und direkt per Mail dann an die Firma geht, dass dann die Rechnung gleich ausgeht. Das vereinfacht es auf jeden Fall. Haben Sie, wir haben ja in Mainfranken einige Adressen rund um Digitalisierung, die da sehr weit sind, wo man sich auch Rat holen könnte. Mir fällt es ein, das ZDI, das Zentrum für digitale Innovationen. Die Gründerzentren sind ja auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs. Viele Startups natürlich auch. Herr Ackermann, haben Sie da schon mal die eine oder andere Quelle angezapft, um Rat zu kriegen? Ja, haben wir schon. Also, dass man eben mit dem Software, also die Firma, die uns softwaremäßig betreut, dementsprechend natürlich stimmt man das mit denen ab. Wobei jetzt so diese Beratungsgeschichte ist es manchmal schon umgekehrt, dass eben Firmen bei uns anfragen. Also, und da habe ich eben wirklich fähige Mitarbeiter, die da relativ gut mit umgehen können auch. Also, so insgesamt mit dem Beraten. Sehe ich ein bisschen skeptisch, weil wichtig ist, dass man selber auch mal hinterfragt, wo möchte ich da überhaupt vorangehen und man muss sich selber mit beschäftigen. Also rein alles auf Beratung nach außen zu schieben, ist glaube ich nicht sinnvoll möglich. Natürlich ist dann, wenn man eben seinen Weg beschreiten will, dass man sich dann in den Fachfragen Rat holt, das ist unabdingbar. Aber in welche Richtung man sich entwickeln will, das glaube ich, muss vom Betrieb und von den Mitarbeitern und vom Chef selber kommen. Ich habe Sie so verstanden, Herr Ackermann, dass Sie im Betrieb als Unternehmer derjenige sind, der quasi auch am meisten davor denkt, in puncto Digitalisierung, was tun wir, ne? Dass Sie schon ein bisschen in die Richtung vorgeben. Bei all dem kommen Sie manchmal an den Punkt, dass Sie sagen, digital ist recht und schön, aber jetzt möchte ich mal wieder an der Säge stehen. Ja, genau. Aber die Möglichkeit habe ich ja, wenn ich will. Also es sind ein paar Schritte und dann stehe ich an der Säge. Und wenn ich am Wochenende für mich was baue oder so, dann kann ich das auch nutzen dementsprechend. Aber also diese nostalgischen Gedanken,
hat man doch meistens für sich selber ganz gut im Griff, weil es einfach von der Fülle der Arbeit alles nicht zu bewältigen ist. Bei dem, was ich jetzt höre, Peter, ich muss sagen, Sie, ganz ehrlich, ich muss sagen, Sie, im Handwerk generell, da hat Digitalisierung echt ihre Grenzen. Da hört es auf, da geht es nicht. In der Welt, wo man mit Menschen zu tun hat. Das ist A und O und das ist gerade das Gute im Handwerk. Man sieht ja auch das, was man am Tag gemacht hat. Ob jetzt mit oder ohne Digitalisierung. Und wir als Handwerker, wir werken ja mit den Händen. Das heißt, wir erschaffen irgendwas. Ich kann da keinen Computer irgendwo hinstellen. Wenn jemand einen Wasserrohrbruch hat oder so, dann musst du wirklich mit Zangen hin, musst mit Plamern hin, musst du arbeiten. Und der Kunde muss dann auch zufrieden sein. Ja. Und wie ich da hinkomme. Gehen wir mal in andere Bereiche des Handwerks rein. Was sagen Sie, uns wird in, keine Ahnung, ich sage mal in 5 Jahren, werden uns flächendeckend Computer die Haare schneiden. So schnell nicht, aber wenn man sieht, wie viele sich noch als Friseur oder Friseuse ausbilden lassen, dann wird es wohl wahrscheinlich so kommen müssen. Wir haben dann relativ viele Akademiker, aber kaum noch jemand kann Haare schneiden. Also wenn ich jetzt Programmierer wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, wie man das möglichst ohne Ohrläppchenverlust hinbringt mit dem Haare schneiden. Und ich glaube, dass sowas wird auch kommen mit künstlicher Intelligenz. Aber zum Beispiel der Bäcker setzt ja auch schon künstliche Intelligenz ein, die ihm sagt, wie viel von den Quarktaschen er morgen braucht und wie viel Mohnzöpfe er übermorgen braucht. Und da glaube ich schon, dass, also natürlich ist der Mensch das Entscheidende. Und wenn wir jetzt einen Kunden beraten, dann nutzen wir das Digitale als Mittel, aber das ist nicht das allein selig machen. Man muss das Material begreifen, die Form, das Vertrauen, der Vertrauensaufbau, das hat das sind die richtigen, dieses Projekt für mich umzusetzen. Das läuft alles im Zwischenmenschlichen ab. Würden Sie es unterschreiben so? Ja, ich meine, es ist jetzt schon so, dass manche Friseure auch. Gehen Sie ruhig mal in ein anderes Handwerk. Gehen mal Friseure weg. Bäckerei ist genau das Gleiche. Ich meine, Bäckerei. so sehe ich es genauso. Oder der 3D-Druck bei Konditoren oder so, das kommt auf jeden Fall. Ne? Oder Hörgeräte, Akustiker, 3D-Druck ist genau das Gleiche. Oder Optiker, Augenoptiker, du gehst irgendwo hin, die machen Aufnahmen von deinem Kopf und dann passen sie verschiedene Brillen an. Und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später gehst du hin und holst sie. Ist schon eine gute Geschichte. Ne? Die Gefahr ist halt, wenn es immer dann so ist, dass du nicht mehr der Mensch vor Ort entscheidend ist, sondern du irgendwo wild im Internet bestellen kannst. Ne? Bevor ich mal so zum letzten Aspekt komme, nochmal der Appell an Sie, an alle Zuschauenden, gerne nochmal Fragen stellen, gerne nochmal Anregungen reingeben. Also wo sehen Sie Chancen der Digitalisierung, vielleicht auch als Kunde, vielleicht haben Sie schon Berührungen gehabt mit digital agierenden Handwerkern. Wäre spannend zu erfahren, was Sie da erlebt haben und wo Sie Chancen und vielleicht auch Grenzen sehen. Bis dahin, der Aspekt BIM, Building Information Modeling, das ist ja etwas, was ja schon seit ja, einigen Jahren mittlerweile durchs Handwerk auch durchgeht. Das heißt, also ich versuche es mal vereinfacht auszudrücken, ein total durchdigitalisiertes Modell eines zu bauenden Gebäudes. Da ist digital alles hinterlegt, vom Fußboden, vom Fundament bis zur letzten Schraube oben im Dach. Alles dort digital hinterlegt und alle Beteiligten, auch beteiligten Handwerksbetriebe, können sich dort einklinken und ihre Daten dort hinterlegen, was sie dort verbaut haben oder auch was es noch zu bauen gilt. Building Information Modeling, BIM. Herr Ackermann, was würden Sie sagen? Sie sind ja da auch, denke ich, sehr nah dran in diesem Bereich. Wie weit sind Betriebe hier im unterfränkischen Handwerk schon fit, um dieses große Ding zu wuppen? Ich glaube, dass sie sehr nah dran sind. Also es muss ja jeder nur seinen Teilbereich verstehen. Also dass zum Beispiel der Lüftungsbauer sich eben das runterlädt, dann sagt, wo er noch was ändern will, das zurücklädt, Kollisionen geprüft werden und dann kriegt das als Freigabe. Also das ist kein Hexenwerk und ich glaube, dass das auch ganz gut nachvollziehbar sein wird. Es ist halt ein Riesenvorteil für den Nutzer des Gebäudes, also praktisch für den Bauherrn, für den Kunden. Wenn er nach 20 Jahren diesen Bodentürschließer, wenn der zum Beispiel kaputt ist, dann kann er direkt zum Beispiel sich aus diesem Modell raus, quasi, vielleicht gibt es den nicht mehr, aber er kann dann das Nachfolgemodell mit einem passenden Adapter bestellen und kriegt vielleicht sogar gleich noch ein Video geliefert, wie das sein eigener Hausmeister einbauen kann, ohne dass er jetzt da einen Handwerker kommen lassen muss. Das kostet zwar dem Handwerk vielleicht Teile seines Geschäfts, aber
wenn wir aufgrund des Facharbeitermangels in der Zeit dann andere Sachen erledigen können, für die es eben noch keinen günstigen Ersatz gibt, wird uns das auch helfen. Also ich glaube, dass das Building Information Modeling, also und wir haben es für uns anders übersetzt, bauen ist menschlich. Also weil das sich doch ist ein bisschen eingängiger, dass das eine riesen Zukunft hat, wenn ich zum Beispiel direkt aus der Zeichnung raus das ganze Zubehör zusammen holen kann dementsprechend ganz andere Vorfertigungssachen machen und kann auch zum Beispiel eine Eigenleistung wieder viel mehr machen, auch für den Bauern wichtig, wenn er da Zeit sparen kann, dass es so viele Chancen und Möglichkeiten gibt und wir sind da gar nicht weit weg davon. Also wenn diese Affinität für diese Programme da ist und dass die 3D-Konstruktion bei den Betrieben teilweise schon verankert ist, wird es gut gehen. Bauen ist menschlich, BIM, das gefällt mir gut, das gefällt mir sehr gut. Bauen ist menschlich, ich habe gesagt, inwieweit hatten Sie schon mit Ihrem Betrieb Berührung damit? Wir hatten schon Aufträge, die mit BIM zu tun hatten? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Denn unsere Aufträge sind alle individuell und vielseitig. Wir hätten gar keine Zeit dafür. Ne? Also muss ich ehrlich sagen, alles, was jetzt neu kommt. Wir haben zu tun, dass wir die täglichen Aufgaben einigermaßen zufriedenstellen, ohne den Kunden zu vergraulen. Ne? Aber sehen Sie, würden Sie sich selbst überhaupt mal ganz generell in der Lage sehen, es überhaupt zu verstehen, um was es im letzten Detail, was es eigentlich heißt, dieses total digitale Arbeiten mit BIM? Wissen Sie, was da auf Sie Mal, ne? Der Kunde interessiert nicht, ob ich jetzt durch die digitalisiert bin oder nicht, sondern der ruft mich an, weil er ein Problem hat. Und für den Kunden ist es gut, wenn du relativ zügig antworten kannst, ne? Und nicht irgendwas planen kannst. Trotzdem nur die Frage zu BIM, Herr Ackermann, weil wir vorhin auch den Aspekt Datenschutz hatten. Jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt habe ich da ein Gebäude, das erstellt worden ist mit Ja. BIM. Das sind jetzt natürlich keine personenbezogenen Daten, das sind ja die besonders sensiblen, die da hinterlegt wurden, sondern es sind, sagen wir, sachbezogene Daten auf Ja. dieses Gebäude. Dennoch, das Gebäude ist ja dann praktisch gläsern, was die Daten angeht. Ja. Wie sensibel muss man das sehen? Naja, wer könnte jetzt davon einen Vorteil haben? Wenn Sie natürlich irgendwie einen Tresorraum haben, dann ist vielleicht gut, wenn es nicht jedes oder ein Sicherheitsraum oder irgendwelche oder wenn eine Bank da Geld bevorratet, da wäre vielleicht dann ist es relevant. Aber jetzt im Einfamilienhaus erleichtert es nur den Zugang, den eben der Heizungsbauer hat und dass er eben zum Beispiel sämtliche verarbeiteten Teile genau kennt und dann auch sagen kann, kann er dasselbe Produkt noch beschaffen oder ist vielleicht in 15 Jahren ein Folgeprodukt. Oder kann eben in 40 Jahren, wenn das Gebäude nicht mehr genutzt werden kann, das vernünftig rückgebaut und vielleicht auch dann gut recycelt werden oder eben einzelne Komponenten weiter eingesetzt werden. Also dieser Datenschutz, jetzt fährt mal hin, schaut nach und beschafft sich die Daten so, das geht dann schneller. Natürlich, die Hoheit über die Daten sollte halt dann bei dem Bauherrn liegen oder dass er sich einen Dienstleister sucht, der das für ihn verwaltet und auch den Zugriff dann erklärt. Herr Bissler hat gerade klar gemacht, dass er einen Betrieb repräsentiert, der auf sehr Klassisch. nachvollziehbare Weise sagt, okay, nee, wir arbeiten ganz anders, wir haben andere Art von Aufträge, BIM ist für uns kein Thema. Sie haben mehr Erfahrung damit, und auf den Baustellen, der Sie dort unterwegs sind, Ja. sehen Sie weitere Handwerksbetriebe. Selber noch gar nicht gestanden. Und die sind aber alle sphärisch gekrümmt und haben vor Ort dann auf den Millimeter reinpassen müssen. Also man arbeitet dann nach einem Datenmodell. Es ist nicht so, dass also man kann kein Maß nehmen, weil das Gebäude gibt es noch gar nicht. Und diese Sache ist halt sonst gar nicht möglich, so zu bauen. Also jetzt so ein Teil erst zu bauen und dann wieder einen Aufmaß zu machen, wär bei dieser Komplexität überhaupt nicht denkbar. Da kann man jetzt sagen, das sind Spinnereien und komplexe Geschichten und das braucht man nicht. Aber auch beim Einfamilienhaus kann man eben Bauzeiten dann deutlich verkürzen und speziell im Holzbau, wo eben eine exakte Vorfertigung möglich ist, also wo ich nicht erst
quasi was betoniere und dann vielleicht wieder 3D erfassen muss und zurück ins Modell spielen, sondern direkt aus dem Modell raus arbeiten, hat man enorme Produktivitätsfortschritte und auch eine viel, viel bessere zum Beispiel Recyclingquote wird man daraus ableiten können. Ich kann erwähnen, dass auch im klassischen Einfamilienhausbau, was wir hier sehr oft haben, kann auch BIM eingesetzt werden, verkürzt die Bauzeit insgesamt, macht den Bau auch günstiger, billiger. Ja. Ja, wie viel etwa? Ja, in Prozent schwer auszudrücken, weil man dann immer die Qualität vergleichen müsste. Also es wird dazu beitragen, Baumenge deutlich zu verringern. Dadurch, dass vorher alles genau definiert und durchdacht sein muss, ist es einfach besser geplant und dann auch besser umsetzbar. Dadurch, dass die Gewerke sich untereinander schon virtuell abstimmen können, kann man da auch die Schnittstellen deutlich verbessern. Also dass eben nicht quasi dann der Unterzug und dann wird noch ein Rohr rumgekröpft und, sondern dass es eben alles, also es wird einfach eine bessere Qualität geben und einfach über vermiedene Mängel auch deutlich Ärger einsparen. Da kann ich mir auch vorstellen, wenn das so viele Vorzüge hat, so die. Das ist ja für den Kunden dann wiederum attraktiver. Würden Sie sehen, Herr Bisser und Herr Ackermann, beide, dass. Ja, dass da ein gewisses Gefälle entsteht mit der Zeit, dass Betriebe, diese Handwerksbetriebe, die sagen können, hallo, wir setzen BIM ein, Kunde, wir sind deswegen attraktiver. Und andere müssen sagen, sorry, wir können es nicht. Dass also praktisch so eine, wie soll ich es nennen, so eine Ungleichheit zwischen den Betrieben entsteht. Also Gefälle würde ich jetzt nicht, also es gibt ja einen Renovierungsmarkt und Umbauten und so, und da hat es BIM auch auf Dauer erstmal vorläufig mal keine Chance. Und das ist ein großes Feld, also es wird ja im Baubereich, in der Renovierung schon mehr umgesetzt als im Neubau. Dafür wird BIM erst sehr, sehr viel später zum Tragen kommen, wenn überhaupt. Also darum glaube ich nicht, dass es ein Gefälle ist. Also, es wird halt mit dem Tätigkeitsfeld, das man sich aussucht. Wenn jetzt jemand im Holzbau und im Neubau tätig ist, dann wird für ihn BIM relativ schnell akut werden, und für den Renovierer, der das 400 Jahre alte Fachwerkhaus wunderbar wieder herrichtet, für den gibt es noch eine Schonzeit. Das sehe ich genauso. Ich meine, man sieht es jetzt auch bei den ganzen Neubauten, wo Fertighäuser sind, das heißt, die Firmen kommen deutschlandweit oder aus dem Ausland, und wenn ein Jahr später irgendwas an der Heizung zu machen ist oder sonst irgendwas anfällt, ist niemand mehr greifbar, und unsere Kundschaft braucht jemanden vor Ort, der greifbar ist. Nicht irgendjemand, der mal einmalig günstig irgendwas erstellt hat. Ja, ich sehe gerade, wir haben keine weiteren Beiträge im Chat. Von daher fand ich das Thema erschöpfend auch diskutiert. Vielen Dank nochmal an Sie beide, Herr Bissert. Ich fand es sehr gut, dass Sie auch gesagt haben, okay, bei Ihnen habe ich so die Grenzen auch rausgehört, weil Digitalisierung ja, aber Sie sind ein Betrieb, den es ja viele gibt hier in der Region, sagen, okay, ja, aber wir sind anders aufgestellt, wir können das jetzt nicht so vielleicht nach dem Lehrbuch umsetzen. Herr Ackermann, Sie sind in einer anderen Welt quasi unterwegs, können es viel besser umsetzen. Ich fand es sehr spannend, was Sie auch gesagt haben, welche Vorteile es auch hat, auch für den Kunden und gerade im Bereich eben bei der Planung von Gebäuden. Von daher fand ich es sehr, sehr kontrovers, auch sehr spannend und inhaltlich weitergebracht. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauer, dass Sie auch einen Einblick bekommen haben, inwieweit eben das Handwerk hier in der Region, in der mittelständisch geprägten Region, überhaupt digital sein kann und was wir im Endeffekt, wir alle, die wir auch Kunden des Handwerks sind, davon haben. Gut, danke fürs Zuschauen, danke auch für die Beiträge im Chat. Danke, Herr Bissert, an Sie. Danke, Herr Ackermann. Danke fürs Kommen. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, nicht das letzte Mal über Digitalisierung im Handwerk geredet, wiewohl es natürlich weiterhin Handarbeit bleibt. Gut. Gott sei Dank. Dankeschön und eine gute Zeit.